So, liebe Freunde, ahoi, wir sind wieder hier. Wir haben Mittwochmorgen und wir legen ab und wir fahren jetzt mal darüber. Lass mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Was ist denn für einer? Oh. Wrackenbarsch, okay. Oder Wrackbarsch. Das ist aber kein Fisch, den wir hier angeln sollten. Oh, hier kann ich wieder bergen. Forschungsteil. Forschungsteil nehme ich gerne. Oh, oh. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Ein haufenloser Trümmer. Um sie wegzuschaffen, brauche ich eine paar starke Sprengladungen. Interesse. Der Fisch, den ich holen sollte, der war ja nachtaktiv, ne? Fällt mir jetzt mal gerade so ein. Jetzt eventuell ein bisschen ungünstig. Aber vielleicht kann ich hier umorganisieren, dass das passt. Aber sehr wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Ach du Scheiße! Ah, was ist das? Okay, wenn ich auf Anlegen drücke, lässt es mich in Ruhe. Hier, nimm erstmal den Fisch, den ich gefangen habe. Ah, einer meiner Motoren ist kaputt. Leute, habt ihr das gerade auch gesehen? Ja, reparier mal bitte. Meiner fährt nur 10 Knoten. Bau mir das Ding ein. So, damit sind wir jetzt ein bisschen schneller. Fischernetz, da muss ich die Angel für aufgeben. Die ist für Flachwasser, die ist für Küstennähe. Ja, brauche ich eigentlich noch. Edelt das Metall. Ja, das kann ich mir alles nicht mehr leisten. Habe ich ja eigentlich noch. Da brauche ich Zeug. Kajüte. Enzyklopädie. Stimmt, ich habe ja hier den Steinfisch gefangen. Diese übellaunig aussehende Kreatur speichert in ihren Rückenflossen große Mengen Gift. Hier ist äußerste Vorsicht geboten, okay? Na, da war was. Achso, das war der Wirtssaal. Nee, keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ja noch die alten Münzen. Na gut. Okay, in den Kanal fahren wir jetzt erstmal nicht mehr. Kann ich eigentlich auch speichern?
Ich leg mal kurz hier drüben an. Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude auf und humpelt auf dich zu. Oh, sei gegrüßt. Ich bekomme hier nicht oft Besuch. Was ist dein Begehr? Erzähl mir mehr über die Kreatur, die bei den Klippen haust. Sie bohrt ihre Gänge durch den Fuß der Klippen. Man kann die riesigen Löcher noch sehen, die direkt unter der Wasseroberfläche liegen. Ihre Aktivität führt oft zu Felsbrüchen. Wenn du da reingehst, halt die Ohren offen. Sollte sie dich entdecken, kannst du wahrscheinlich fliehen. Sie ist ziemlich langsam, vorausgesetzt, du findest dich in diesem Labyrinth zurecht. Ja, das ist mir aufgefallen. Hi, ich habe es hier lange ausgehalten, um ehrlich zu sein, habe ich meine Situation neu überdacht. Ich war so lange glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wundervolles Leben bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich allein, abgeschnitten durch Wasser und Land, umgeben von zitternden Felsen. Könnte dir helfen, nach Unfall zu ziehen? So einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals. Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfall gelebt. Damals war er Walfänger. Es lief nicht gut. Wir haben uns gestritten. Vor allem um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Als meine Frau und ich beschlossen, hierher zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihm gestohlen und jetzt nach all der Zeit, ich kann es nicht zurückgeben. Wo ist es? Das ist ja das Problem. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihren Bau gezerrt und das Familienwappen war darunter. Es ist aussichtslos. Ich weiß, aber wenn du es finden würdest, es ist ziemlich groß, aus Walfischknochen. Es würde mir enorm viel bedeuten. Ich suche danach. Danke, aber sei vorsichtig. Was kann ich für dich tun? Weißt du, wie ich die Trümmer wegschaffen könnte? Du wirst wahrscheinlich Sprengladungen für diese Felsen brauchen. Mein Bruder in Unfall hat früher welche hergestellt. Für den Walfang, verstehst du? Ein dreckiges Geschäft. Aber da nun die Wale fort sind, ist er wohl nicht mehr im Geschäft. Okay. Weißt du etwas über die Schiffswracks? Jemand, der hier mal gelebt hat, verteute sein Boot immer am Fuß der Klippen, bis es eines Tages von einem Felsbrocken getroffen wurde und sank. Was für ein schrecklicher Verlust. Das war wirklich ein wunderschönes Boot, geschmückt mit unzähligen Andenken an die vielen Reisen, die es hinter sich hatte. Bei Ebbe kann man den Mast noch sehen, der aus den Wellen hervorlugt. Ja? Was passiert mit den Klippen? Wir werden von innen heraus verzehrt, von dieser hasserfüllten Schlange. Hast du sie gesehen? Niemand wollte mir glauben, bis das Biest anfing, uns die Erde unter den Füßen wegzufressen und sich unter den Häusern Spalten auftaten. So ein Albtraum. Man wachte nachts von den Geräuschen dieser Kreatur auf, die unter einem rumorte. Irgendwann war sie dann fort, aber nicht bevor sie uns alles genommen hatte. Okay. So, da drüben müssen wir rein. So, ja, den einen Fisch. Nein, ich hänge fest. Vollgas. Scheiße. Oh, Scheißviech. Okay, das macht aber ein Autosave hier. Okay, wenn das Vieh da drüben ist, versuche ich es hier nochmal. Vergessen, dass ich deren Fische fange. Ey, das können die so vergessen. Es ist dunkel und da ist dieses riesige Viech drin. Fischmarkt. So, muss ich mit F fahren. Brauche ich eine Verbesserung für, um das Vieh loszuwerden. Hilft nichts.
Ich, ey. Karte. Und das Familienwappen bei dem Clip, ja. Ey, wie soll ich denn da nachts rein? Das ist vor mir. Sehr gut. Wie der Mann gesagt hat, das ist direkt langsam. Folgt mir offenbar nicht hier raus. Doch, tut es. Aber jetzt ist gerade da. Wie bist du so schnell hier rüber gekommen? Du bist arschlangsam. Okay, es macht einem deutlich weniger Angst, wenn man weiß, dass das Vieh einfach lahm ist. Die nächste Anomalie. Okay, ich muss mir wegen dem Vieh irgendwas überlegen. Und wegen dem Fisch, den ich brauche. Problem ist, es ist hier wirklich düster wie Sau. Ne, ich brauche hier einfach eine bessere Beleuchtung, Leute. Drüben ist was. Schwarzer Sägebarsch. Lieber fische ich jetzt gerade mal. Oh. Oder mit Anomalie. Niam, 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 niam. Wo
ist einfach viel zu dunkel. Ich sehe hier halt echt gar nichts mehr. Also ich brauche dringend die besseren Leuchten. Sonst habe ich hier ein Problem. Aber eigentlich brauche ich dafür mehr Slots. Ja, schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Wirbelnde Form in wülstigem, milchigen Augäpfeln. Ein lichtscheuer Geselle, perfekt gerüstet für die Jagd unter Wasser. Und hier, die dunklen Bänder an den Flanken sind eine perfekte Tarnung und machen ihn zu einem gefürchteten Jäger der Nacht, wenn man ein Schrimp ist. Okay. Missionen. Ja. Ich finde den verrotteten Meerall. Ja, wie soll ich denn den Meerall finden? Warte mal, lass mal kurz auf die Map gucken. Wir haben ja noch das andere Ziel da hinten. Vielleicht fahren wir da als erstes hin. Dass wir jetzt vorerst in heimatliche Gefilde nochmal fahren. Oh. Pazifischer Rotbarsch. Weil ich muss sagen, ich hätte gerne unser Boot noch ein bisschen aufgewertet. Dass wir hier besser diese Fische fangen können. Wo soll ich denn hin? Ich will nach da, nach links. War ich jetzt in die richtige Richtung? Ja, ungefähr. Halt. Oh, ein Wal. Wale sind freundlich. Aber riesig. War ich überhaupt noch richtig? Ja, links. Das ist der Leuchtturm. Wir sind auf jeden Fall netter als diese Riesenseeschlange, die wir da getroffen haben. Das Meer ist beängstigend. Ab und zu ist es das. Ich mag eigentlich das Meer sehr gerne. Weil ich das Meer per se eigentlich echt cool finde. Aber gruselig ist es halt schon. Weil es halt so viel gibt, was man nicht anständig sieht, ne? Felsen in der Nacht. Man sieht nicht, was unter der Meeresoberfläche ist. Geisterschiffe. Es müssen ja nicht riesige Meeresschlangen sein. Die reichen ja schon so normale Gefahren des Meeres.
gar nicht mehr, was ich hier bringen sollte. Der pazifische Rotbarsch gibt nicht viel. Ja, ich brauche mal ein paar Zutaten. Ich habe ein Holz, ein Schrott. Da werde ich wahrscheinlich selbst bei dir im Trockendock nichts kriegen. Brauche ich noch einmal Schrott, dann könnte ich einen zusätzlichen Motorenplatz anbringen. Oder ein Holz, dann könnte ich den zweiten Scheinwerferplatz belegen. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's erstmal. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ja, auf den der Enzyklopädie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Dredge. Gott, ich hab Angst. Bis dann, euer Wolf.